Meine Freunde der Sonne, und zwar gucken wir mal wieder ein Alpha-Kevin-Videos. Ja, ich weiß. Alpaka-Kevin spuckt doch eh nur rum in seinen Videos. Egal, wir gucken trotzdem rein. Habt ihr eure Regenschirme dabei? Ich hoffe doch. Es geht um Belle Delphine. Es geht los. Ich bin sehr gespannt. Ich habe letztens so ein Video von Kürs gesehen, so ein Ami-YouTuber, der ein Video über Belle Delphine gemacht hat. Dann dachte ich mir zu der Zeit, ey, yo, ich mache dazu auch ein Video. Dann Aha! Jetzt haben wir schwarz auf weiß. Alpha Kevin klaut Videos. Aha, Anzeige ist raus. Habe ich das Video von Tonfeinert gesehen und der sagte das hier zum Schluss. An der Stelle geht noch ein Big Shoutout an Kurs raus. I saw your video, man, and your video was good, but the video has so 100 Aufrufe gehabt. Und ich dachte so, ey, cool, cooles Thema, so, ich will dazu auch ein Video drehen. 4 Stunden später hatte das 500.000 Aufrufe. Jetzt wird jeder in den Kommentaren schreiben, ey, du kannst nichts außer nur von amerikanischen YouTubern zu klauen. Ich weiß. Toll, und jetzt denkt jeder, ich hätte von beiden Leuten geklaut. Naja, was soll es, mich hat das... Was du auch getan hast, Alpaka Kevin, gibst doch wenigstens zu. Soll ich jetzt auch noch ein Video zu dir machen? Dann habe ich von allen dreien geklaut. Aha. Also es gibt, glaube ich, wenig Dinge, die mich weniger interessieren als diese Art von Themen. Aber ich meine, können wir mal gucken, was der Alpha Kevin zusammengesammelt hat, ne? Das Thema halt auch interessiert und holy shit, ich habe schon wieder vergessen, wie unfassbar weird Belle Delphine die ganze Zeit ist und auch war. Kleiner Fakt am Rande, sie trug viele, viele Jahre einfach eine Zahnspange, deshalb um jünger zu wirken, damit Leute Yo. Das wusste ich nicht. Das ist ziemlich messed up. Leute auf OnlyFans ihre weirden Gedanken noch mehr zum Ausdruck bringen und dafür ordentlich Geld reinzahlen. Also das hat sie nur gemacht, um aus Business-Ebene deutlich mehr Geld zu bekommen. Und neben ihren krassen Lass das mal ein bisschen moralisieren, bitte. Also sie hat tatsächlich die Illusion einer eventuell halb, fast, bald Minderjährigen verkauft. Und Leute haben da extrem viel Geld reingebuttert. In ihren Kanal. Wie eklig ist das denn bitte? Junge, wie eklig ist das denn bitte? Songs, die so hier klangen. Hat sie unter anderem mit ihrem besten Freund gespielt, wie es in diesem Titel klang. Und zwar handelte es sich bei ihrem besten Freund um einen toten Oktopus. Dem sie Augen aufgeklebt hat. Aber das wurde gerade von super makaber und eklig zu einfach nur widerlich. Ich habe sehr, sehr starke Schmerzen. Das war übrigens auch die Dame. Das ist eine Leiche, ne? Das Kind, das minderjährig cosplayt, chillt da mit der Tierleiche. Und Leute geben sich das. Oh, das ist auf einem Level komisch und ekelhaft. What the hell? Was bin ich sehend, Alter? Ich meine... Tausch doch mal den Oktopus aus. Stell dir mal vor, du chillst dann mit einer toten Katze oder einem toten Hund oder einem toten... Was machst du da wild? Videos und Bild? Also, hä? Das ist so messed up. Das ist so weird. So zur Unterhaltung? So, hä? Wie kommt man auf den Gedanken? Die dafür bekannt geworden ist, dass sie ihr eigenes Badewasser an ihre Zuschauer verschickt hat. Rise up, Gamer Boys. It's time to get your Gamer Girl bathwater. Brother, also, sie hat es natürlich verkauft und nicht verschenkt, weil sonst würde sie damit ja kein... Da musst du mich doch vorwarnen, Alter. Ich habe gerade gegessen. Es gibt kaum was ekligeres als so. Junge! Als nächstes so mit einer Nase rein, so. Och, Digga, nee. Geld machen, dann wäre der Aufwand es nicht wert. Und da erkennt man natürlich auch schon so eine gewisse Strategie, dass man aus allem natürlich Geld machen möchte. Was danach aber bei ihr rausgekommen ist, rund um das Badewasser und wie das absurde Business immer noch weiterläuft, das schauen wir uns gleich genauer an. Bevor es losgeht, empfehle ich euch definitiv mal bei meinem Ehrenpartner Snox vorbeizuschauen. Dort gibt es
Nein. Nein. Ich sage nein zu Placement. Aus purer Eifersucht. Gibt Placements keine Chance, solange ich kein Placement habe. Sollte ich ein Placement haben, oder? Dürft ihr alle wieder Geld verdienen. Ich sage nein zu Placements. Und zwar das Badewasser. Ich denke, das war der Punkt des Peaks ihrer Aufmerksamkeit. Und zwar ging das los 2019. Das ist einfach 5 Jahre her. Also Real Talk, ich glaube, jeder hatte damals... Das ist krass. ...darüber gesprochen. In der Zeit machte sie ja ohnehin schon OnlyFans, bekleidete sich sehr knapp und wusste, dass es Menschen gibt, die wirklich jede Scheiße von ihr abkaufen würden. Also ja, ich denke, sie könnte sogar ihre eigene Scheiße verkaufen und das wäre ein großes Businessmodell, aber das meine ich in diesem Falle gar nicht. Aufgrund dessen, dass nämlich ein Zuschauer 2019 zu ihr meinte, er würde sich selbst Badewasser von ihr kaufen, dachte sie sich, jo, das ist eine ganz gute Businessidee. So und wie unfassbar... Warum sind Männer so kaputt ohne... Das ist so unfassbar lost. So unglaublich unfassbar los. Warum sind Männer so drauf? Bro, ich check's nicht. Ich check das nicht. War aufwendig, dieses Geschäft sein musste, das erklärte sie in einem Podcast. Is it real? Yes. And how yes. long did it take to fill up that many jars of bath water? So I kind of, I'd go in the bath and then just like chill out, play some like podcast or some show or something and just fill it up and scoop it out. Ihr seht, der Aufwand war wirklich von enormer Größe. Ich frage mich halt auch fast täglich, wie ein einzelner Mensch so viel schaffen kann, so viel leisten kann. Das ist unfassbar. Deshalb verkaufte sie... Das ist halt ein L-Tag an der Stelle, ne? Von Alpha Kevin. Das ist halt ein L-Tag. Digga, wenn du Klamotten verkaufst, dann musst du die ja und du die nach Hause, also die Prints nach Hause schickst und sie dann wieder weiter an die Kunden verschickst, machst du auch nicht mehr Arbeit. Das ist halt ein L-Take. Der hat doch auch Merch. Da wird ja auch keiner sagen, ah, du verkaufst Merch, das ist ja, also, was für eine Arbeit, was für eine Leistung und so. Das ist effektiv ein Merch-Produkt für Leute mit einem Fetisch. Das ist ein L-Take. Real Talk an der Stelle. Das ist super ekelhaft. Und haben wir Lost so, aber da irgendwie so satirisch, oh, Arbeit, was für ein Aufwand. So, Bro, du verkaufst Merch auf einer Webseite, wo du nichts für machen musst. Digga, das ist halt nichts, was Influencer nicht generell tun, so. Und in dem Fall, wenn sie die zu Hause abfüllt, muss sie die auch noch wieder selber verschicken. Das ist mehr Arbeit als die meisten Leute, die ihren Merch über irgendwelche anderen Webseiten halt vertreiben, so. Unabhängig davon, dass das immer noch widerlich ist. Weil es ist halt trotzdem irgendwie ein L-Tag gewesen. Feier ich nicht, fühle ich nicht. Der Marketinger und BWLer in mir sagt, Bruder, du bist nicht besser mit deinem Merch. Und der Charakter des Merch ist erstmal dahingestellt. Diese Gläschen mit Badewasser für satte 30 bis 35 Dollar. Ich meine, das ist ein Schnapper für mehr oder weniger dreckiges Wasser, in welchem schließlich Belle Delphine gebadet hat. Und vor knapp 2 Monaten gab sie dann ganz überraschend bekannt, dass sie mit dem Verkauf dieser Gläser Minus gemacht hat. An der Stelle fragt man sich... Das wundert mich tatsächlich nicht, dass sie Minus gemacht hat mit dem Scheiß. Das wundert mich wirklich nicht. Zwar erstmal, wie das passieren kann, denn schließlich ist es halt einfach Wasser, was verkauft wurde. Aber die Antwort ist definitiv ziemlich easy. Belle Delphine hat nämlich mit dem Verkauf ihrer Gläser gegen die Richtlinien von PayPal verstoßen, weshalb das Geld eingefroren wurde. Ja. Ja. Kann ich mir auch nicht vorstellen, dass man sowas über PayPal laufen lässt. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber ja. Das wurde teuer dann. Heißt, kein Geld verdient, aber wahrscheinlich Geld für Shipping und so einen Rummel ausgeben müssen, so. Und Verpackung und so. Dass sie eine Strafe bekommen hat und sie dadurch auch nicht mehr Zugriff auf das Geld hatte. Sie schrieb daraufhin, dass ihr von PayPal 90.000 Dollar genommen wurden und PayPal meinte, dass sie dagegen halt einfach nichts tun können. Und der Betrag ist so hoch ausgefallen, dass sie laut eigenen Angaben für jeden Verstoß 2.500 Dollar Strafe bekam. Später erfuhr sie aber, dass unter anderem ein Verstoß war, dass sie keinen Disclaimer bei ihrem Verkauf angebracht hatte. Also, dass man das halt nicht trinken soll oder so, weil das halt gesundheitsgefährdend sein könnte. Ist nachvollziehbar, wenn man jetzt mal berücksichtigt, so vielleicht bis in die EU verkaufen, sowas so. Wer haftet da? So, ne, das sind so die Fragen, so, und oh, also, das ist halt Wasser,
Ich meine, sie hat ja nicht ihre Kontaktdaten wahrscheinlich da angegeben. So. Das ist wahrscheinlich echt so eine Sache, da soll sie kein Disclaimer, kein Haftungsausschluss oder irgendwie sowas mitliefern. So. Also wahrscheinlich hätte es Europa gar nicht kaufen können. Arrested for selling bathwater. No, but I did get into a little bit of a sticky, like a legal thing, because basically when I sold it, I didn't put any disclaimer on the website and I didn't put any disclaimer on the packaging. Also, weil sie kein Disclaimer direkt... Das ist halt Hammerlos, so, ne? Wenn du sowas verkaufen möchtest, so, dann müsstest du dich halt informieren, ob du es darfst, so. Gerade wenn es halt Haltbarkeit zu tun hat, also, ne? Körperflüssigkeiten und was ich alles für einen rieglichen Rummel, so, dann kann halt gesundheitsschädigend sein, so. Wenn da jetzt irgendwie eine, keine Ahnung, Pilzsporen drin sind, Bakterienkulturen sich da irgendwie bilden oder halt, ne, Viren, so Herpes oder so ein Rummel. Ne? Also, wenn kein Disclaimer drauf ist, so, dann der Lieferant kann, der Lieferant will bestimmt nicht haften, so, und Geschlechtskreis, ja. Ja. So, keine Ahnung, so Streptokokken oder hier Darm, hier Koli. Nee, hier sind Koli? Hier Darmbakterien oder so ein Rummel oder so, weil das ist halt Badewasser, ne? Herpes, ja. Also, es gibt ja schon eine Reihe an Dinge, die du bekommen kannst, wenn du abgestandenes Wasser in den Menschen drin rumgelümmelt haben, bekommen kannst, wenn das Zeug dir in die Augen, in die Schleimhäute oder in den Rachen gießt, so, also. Ich check nicht, warum man das kauft. Das ist so eklig. Junge, das ist so eklig. Ich check nicht, warum Leute sich das kaufen. Ich würd nicht mal in demselben Gebäude sein wollen, wie mit jemandem, der so ein Glas Wasser bei sich stehen hat. Das ist so eklig. Von Anfang an draufgepackt hat, war das Ganze mit dem Verkauf doch ziemlich kritisch. Man kann sich jetzt natürlich auch die Frage stellen, wer jetzt hier irgendwas... Ja, safe. Urin ist 100% gesünder als ihr Badewasser zu trinken. Es ist unglaublich eklig. Schlechtes mit dem Badewasser anstellen würde. Aber die Frage stellt sich an der Stelle gar nicht. Denn tatsächlich wurde dieses hochhygienische Getränk vor der Kamera getrunken. Oh. Oh. Oder da muss ich kämpfen. Oh, da muss ich kämpfen. Ich habe gerade schon Radieschenstücke im Hals gespürt. Ich habe nicht Salat gegessen und ich habe gerade schon... Oh. Oh. So. Nein, Mann. Das brauche ich nicht. Oh. Oh. Junge, ist das widerlich. Boah. Aber ich glaube, der hat auch 7 Millionen Aufrufe gemacht mit dem Video, so, ne? Auch wieder Kapitalismus. Nimmst du so ein Glas von ihr, filmst dich mit leeren Behältern auf dem Bett, so, und tust so, als würdest du es trinken, machst 7 Millionen Aufrufe. Breckst das Video noch ein bisschen auf 8 Minuten hoch und hast mal eben 5.000 Euro verdient. Oder 6.000 oder 10.000, abhängig davon, was für eine CPM du hast, so. Einfach, weil du so getan hast, als würdest du ein Glas Wasser trinken, als würdest du das Wasser trinken. Das ist halt dumm. Hat und sie da jetzt tief traurig ist, der hat sich da leider getäuscht. Denn sie fand die Zeit rund um das Badewasser ziemlich geil, sehr, sehr lustig. Und außerdem verdient sie ohnehin pro Monat über 1 Million Dollar. Von daher wird sie das vermutlich relativ wenig jucken. How many subscribers do you have on your OnlyFans? I don't want to say They never do. We're all like the main people on OnlyFans are roughly earning the same, I think, from what I know. And at the moment, it's like a mil a month. Ja, also 1 Million für ein bisschen. Aber das war zu ihrer Höhezeit, oder? Ist sie nicht abgefallen? Ich habe das Video von SEO damals gesehen zu ihr. Und ich glaube, der Hype von ihr ist doch komplett eingebrochen, oder nicht? War die nicht sogar mal im Knast oder so verhaftet worden oder irgendwie sowas? Ich habe doch keine Ahnung. Aber ich glaube, das war zu der Halbzeit oder sowas. Schon eine Weile her, ne?
OnlyFans ist definitiv ziemlich krass. Ich denke aber, dass sie mit dieser Aussage rund um die Millionen heftig untertreibt. Wenn man nämlich ihre Reichweite betrachtet, dann wird sie vermutlich deutlich mehr verdienen als das, was sie da gerade so angeteasert hat. Das Ganze ist natürlich komplett unreal und die Zahlen sind unfassbar heftig, vor allem wenn man das vergleicht mit normalen Jobs. Ich denke aber, dass Belle Delphine ihre 90.000 ganz easy wieder reinbekommt, auch mit anderen Geschäftsmodellen. Denn sie hatte nämlich auch vor kurzem eine weitere sehr krasse Marketingidee, und zwar Puppen. Ja, richtig gehört, Belle Delphine liebt Puppenspiel. Und deswegen kreierte sie sich selbst als Sexpuppe. Sie selbst schrieb dazu, dass man sie dadurch endlich mal schimpfen könnte. Man muss ihr... Ey, ohne Witz, ich hab so geschätzt. Was ist das? Leichte, krasse Witz-Vibes, ja. Ja. Diese Welt, ne? Und es funktioniert einfach. No shame in ihre Richtung, so, ne? Sie ist halt nur Spieler innerhalb des Games, so. Digga, aber ich check nicht, dass Leute das kaufen. Was ist denn verkehrt mit denen? Ey, wirklich? Ich check's nicht. Nur auf OnlyFans schreiben, was bedeutet, dass dadurch die Leute erstmal ein Abo abschließen müssen, um ihr dort zu schreiben, um so eine Puppe zu kaufen, smart, was schon wieder sehr schlau ist. Also der Move hat ihr nicht nur durch den Verkauf der Puppe sehr viel Geld eingebracht, schätze ich jetzt einfach mal, sondern auch die ganzen OnlyFans-Abos, die dazugekommen sind, werden die 90.000 schon wieder easy ausgeglichen haben. Und alleine dieser Bewerbungs... Also ich werde auch echt wirklich nie verstehen, welche Kerle sowas machen, ne? Also das, die hat ja... Das sind ja, sie ist ja nicht einer von... Nur einer von wenigen UF-Modeln, die ihr Leben... die zu Millionären wurde oder sowas. Es gibt ja wirklich viele. So. Ich check wirklich nicht, warum Dudes den Leuten Geld an den Kopf schmeißen so extrem doll. Ich check's wirklich nicht. Das ist so, ich finde das so, also es ist so Panne. Es ist so unglaublich Panne. Um sich dann im nächsten Atemzug darüber beschweren, dass es Frauen ja so leicht haben. Bruder, du bist doch Teil des Problems. Das ist halt, also da tun sich einfach echt Abgründe auf. Zu dieser Puppe von ihr hat knapp 30.000 Likes und 3,1 Millionen Mal wurde dieser angesehen. Ich muss aber gestehen, dass ich diesen Verkauf ziemlich gruselig finde, denn diese Puppe wird in einem pinken Sarg verschickt und dadurch hat das Ganze einen ziemlich gruseligen Beigeschmack. Aber gut, wer dafür Geld ausgibt, der ist ohnehin wahrscheinlich schon viel zu sehr verzweifelt, deswegen go for it, ihr könnt tun und lassen, was ihr wollt. Dass Belle Delphine hier extrem viel Geld macht also, und das... Ich weiß wirklich nicht, wie down bad du sein musst, um sich dir so eine Puppe zu gönnen von der... In so einem pinken Sarg. Ich weiß wirklich nicht, wie down bad du sein musst. Das ist anders erwerblich. Ich habe wirklich überhaupt keinen Respekt vor Menschen, die sowas machen. Also wirklich null. Ich habe no hate gegen Sexworker. So. Das ist, wie gesagt, die haben sich das Spiel nicht ausgesucht. So. Die haben sich das null ausgesucht. So. Aber ich habe wirklich keinen Respekt vor Menschen, die sich das sowas gönnen. Wirklich null. Das ist wirklich gar kein. Das ist so erwerblich. Es als Business anzieht, ich glaube, das sollte jedem klar sein. Deutlich machte sie das aber auch nochmal in einem Podcast, denn dort sprach sie fast schon darüber, dass sie eines Tages super gern quitten würde und alles von ihr gelöscht haben wollte. Do you still like to have an internet presence, even if it's a kind of a more vanilla kind of content? Would that be fun or that you see that as more pointless? I wish there was a way to kill me on the internet and just like somehow delete everything or just kind of die in a sense. Ich distanziere mich von allem. Naja, Geld steht vermutlich dann doch noch ein Stück weit über ihren Prinzipien. Wenn man aber mindestens mal achtstellig im Jahr verdient, dann steckt man in ihrer Position vermutlich in einer Zwickmühle, ob man jetzt Karriere macht oder hinter seinen eigenen Prinzipien steht. Was soll ich noch dazu sagen? Also ich glaube rein businessmäßig. Aber welche Prinzipien? Von welchen Prinzipien sprechen wir da? Von welchen Prinzipien sprechen wir da, wenn sie gerne wollen würde, dass sie ihre gesamte Online-Präsenz löschen könnte? So, von welchen Prinzipien sprechen wir da? Ja, ich verstehe auch voll, also ich verstehe es auch vollkommen so, aber aus dem Grund würde ich ja halt genau sowas nicht machen. Weil ich halt nicht wollen würde, dass diese Inhalte im Internet über mich sind. Ich mache mir ja auch relativ tiefgreifende Gedanken, was für Inhalte ich im Internet von mir hochlade, so. Streams und solchen Geschichten so. Das, was sie halt, ihr Content war halt Outrage, Clickbait und Sensations, beziehungsweise hier Sex Sells, so. Und diese Basis hat ja, also, du musst da ja eine Eskalationsspirale fahren, sonst wird es relativ langweilig und du verschwindest in der
in der Masse der anderen Menschen, die halt Konkurrenz sind, so. Aber das ist dir ja bewusst, wenn du diese, wenn du dir die Karriere, diese Karriere anstrebst, so, beginnst, so, dann ist dir ja bewusst, worauf du dich einlässt, dass du ja gesehen wirst und dass du auch einen gewissen Abdruck hinterlässt, so, und vor allen Dingen ab dem Punkt der ersten Viralität. Ich finde übrigens, die solche Aussagen wie Imagine, die hat mal einen Sohn, ich finde das hardcore, das sind diese Aussagen, solche Aussagen, diese Denke, finde ich sehr sexistisch und ziemlich lost. Weil was hat das mit ihrem Sohn zu tun? Das ist ein ganz komischer Take. Das ist ein ganz komischer Take. So, also, auch wenn sie eine Tochter hat, wird sie das wahrscheinlich nicht so cool finden, wenn ihre Mutter, wenn Leute wegen dem Badewasser ihrer Mutter Herpes bekommen haben, so. Das wäre mir als Tochter auch unangenehm, so. Aber nach der Logik darfst du dich auf keiner Betriebsfeier betrinken. Weil Imagine, jemand macht ein Foto oder legt das ins Internet hoch und dann sehen dann deine Kinder das, so. Das ist ja auch voll peinlich. Kindern ist alles peinlich, was die Eltern machen, so. Und dieses, ja, aber Frau, du kannst dich hier nicht so auf XY-Weise verhalten. Denk doch mal daran, falls du mal einen Sohn hast, so im expliziten Sohn, so, weil der schiebt sich ja für seine Mutter. Das ist halt lost. Egal, was du machst, so. Egal, was du machst, deine Kinder werden sich so oder so schämen für das, was du machst, so. Immer. Meine Eltern haben sich nie irgendwie komisch oder panne verhalten, so wirklich überhaupt gar nicht, nie. Und ich habe mich des Todes geschämt für die. Wenn die den Mund aufgemacht haben, wenn neben meiner Freundin war, ich, Digga, du seid ruhig, so. Und heutzutage verstehe ich überhaupt nicht, weil meine Eltern sind die coolsten Eltern auf diesem Planeten, so. Und die chillsten Menschen ever. Und wirklich krasseste Werte und alles, so. Unglaublich tolerant, unglaublich geduldig und alles, so. Aber als pubertierendes Kind, ey, ich habe mich des Todes geschämt. Und für meinen Vater und für meine Mutter. Einfach nur, weil man halt unreif ist, so. Junge, das ist ein Teenager sein. So, selbst wenn du Millionär bist, so die Eltern, du, als Kind schämst du dich dafür, dass deine Eltern Eltern sind. So, deswegen dieses, ja, aber wenn du erstmal einen Sohn hast, so, und die Mutter ist halt promiskuös, so, und zeigt vielleicht ein bisschen Haut oder sowas, so, dann, der schämt sich so oder so. Egal, was sie macht, so oder so. Das ist halt das Ding. So, und wenn du dein ganzes Leben lang so lebst, dass deine Kinder eventuell keine Scham oder weniger Scham lebst, so, du kannst halt nichts tun, weil deine Kinder schämen sich immer. Das ist das Ding. Deswegen, ich fühle den Take nicht, und vor allen Dingen in Bezug zu Geschlecht ist immer ein bisschen, ja, sollten wir Frauen ihnen schlechtes Gewissen einreden, dass eventuell die männlichen Personen oder ne, Dudes so sich für deren Sexualität oder sowas schämen? Ich denke nicht. Deswegen fühle ich nicht. Das Kind-Argument zieht da nicht so, weil ich glaube, wenn die mit ihrer Familie, also wenn es darum geht, so, ich glaube auch, also als Elternteil wäre ich jetzt auch nicht so begeistert, so, muss ich gestehen, so, wenn ich rauskriegen würde, dass Leute Herpes durch das Badewasser meiner Kinder kriegen, wäre ich auch nicht so, nicht cool, das ist mein Ding, so. Aber was sollst du tun, so, es ist die deren Leben. So, und bei den Kindern umgekehrt, also, keine Ahnung, Nachbarn, die denken sich auch nicht, ja. Digga, ich habe letzten Take gehört, ne, von einer Bekannten von mir, so, die hat mit jemandem gesprochen, so, erzählt so, was ich so mache, so, und der hat sich geschämt, der fand das unglaublich peinlich, dass ich streame, dass ich Content mache. Das fand der unglaublich peinlich. Und ich mache ja nicht mal irgendwie so einen komischen Quatsch wie hier Dinge, so. Und aber trotzdem schämt sich da jemand, findet das unglaublich cringe und unangenehm, so. Deswegen, Leute schämen sich so oder so, deswegen, ich würde das jetzt nicht als Punkt angeben, um sie zu shamen, so, da finde ich halt eher diese hyperkapitalistische Handhaben ein bisschen schwierig, so, und eher die Leute, die das ermöglichen, deutlich unangenehmer und deutlich peinlicher. Das würde ich deutlich unangenehmer finden. Vor allen Dingen auch so, imagine, du wirst in der Schule angesprochen, guck mal, ich hab deine Mama, so, Bro, was machst du da? Warum bist du meine Mutter, so? Diese Self-Snitching finde ich viel unangenehmer. So, weiß ich nicht. Und das alles, das sind so Dinge, das wäre doch, wenn du dir sowas reingeben würdest, über irgendeine Person und du dann die Familie der Person ansprechen würdest daraus, so, warum self-snitchst du so doll? Also ich würde mich ja niemals so ins Öffentliche auf dem Messer laufen lassen, so, selbst so. Ich meine, die Kardashians haben, ja, Kardashians, gutes Beispiel, die Kardashians haben komplett darauf eine eigene Karriere aufgebaut, so.
In Amerika, da geht es ja schon gar nicht mehr um Scham. Du wirst effektiv reich damit, wenn du schamlos bist. Umso schamloser du bist, umso mehr Geld kannst du machen. Und weil du Geld hast, ist alles legitimiert. Weil du bist ja reich. Und wenn du was kritisierst, ist das voll peinlich. So, da heißt es ja, wir sind ja reich. Deswegen, wir sind an dem Punkt eigentlich drüber vorbei, wo man sagen sollte, ja, aber denk doch mal an die Kinder, die schämen. Weil, halt nicht arm. Denn du bist reich genug, effektiv, um deine Kinder in einer Parallelwelt aufziehen zu können. Die würden da, wenn du es richtig machst, nie was von mitbekommen und würden trotzdem das beste Leben leben, ohne in irgendeiner Weise den Struggle von dem Otto-Normal-Verbraucher oder sowas zu leben. In Amerika ist Reichsein halt Real Talk Freifahrtschein, leider. Halt echt. So, deswegen, ich fühle den Take nicht so. Gerade bei Menschen, die halt krass wohlhabend sind, so, und die macht 1 Million im Jahr, teilweise in einem Monat für Onlyfans, so, das juckt die doch nicht, wenn sie Kinder, das juckt die ja gar nicht. Die Kinder auch nicht, wenn die auf der Yacht sitzen oder sowas so und dann mit ihren Freunden, die alle auch High Society, rich as fuck, as was weiß ich was sind, so, dann das juckt die alle nicht, wo die ihr Reichtum herbekommen. Und in 30, 40 Jahren ist das sowieso, ist das eh was, so, ne? Also, Kim Kardashian ist bekannt geworden durch einen Tape mit Ray J, der jetzt komplett irrelevant ist, so. Und deren Kinder, ich glaube nicht, dass deren Kinder da irgendwie hinterherhängen, so. Ich finde, es ist brutal cringe, alles klar. All diese ganze Sache, alles brutal cringe, so. Aber ich glaube nicht, dass das in deren Erlebnishorizont in irgendeiner Weise eine Rolle spielt. Die sind da so high above über diese typischen, schamhaften Situationen, die wir in Normalsterblichen erleben, so. Die haben halt verdammt viel Geld. Liegen die halt zweimal mehr in Urlaub, um halt damit zu kopen oder so. Mäßig ist diese Frau wirklich in der obersten Liga. Gleichzeitig ist sie aber auch ziemlich weird drauf. Siehe die Story mit diesem toten Oktopus. Dennoch weiß sie, wie man die Leute zum Kaufen anregt und wie sie den höchstmöglichen Profit rausschlägt. Und das mit den dümmstmöglichen Aktionen. Siehe das Badewasser oder jetzt die Sexpuppe. Am Ende profitiert sie davon extrem und da jucken auch die 90.000 Dollar nicht mehr. Sehr heftige Nummer, das muss man schon sagen. Ich hoffe aber an der Stelle, dass sie nie wieder irgendwelche Songs rausbringt, denn die ballern ausschließlich nur auf lautlos. Was aber auch ballert, das sind die 20% auf Snox. Checkt das unbedingt ab. Der Link ist in der Beschreibung. Und damit wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wie heißt es so schön? Stänkchen ans Wänkchen, euer Alpha Kevin und ciao. Das ist ein Video aus der Kategorie Ich muss noch ein Placement machen. 100%, ey. Auch einfach nur 9 Minuten 48 lang. 100% war das. Ein Video aus der Kategorie, oh, ich brauche noch Placement, ich habe aber kein, ist gerade nicht genug Drama und Beef drin. Klatschen wir das raus. Ah, nur Hate an der Stelle. Soll er machen. Ist ja auch gut angekommen. Mit 16.000 Aufrufen. Ist ja auch gut angekommen. Es sei ihm ja auch gegönnt.